Williams, die dritte der WM. Florence Griffiths haben wir eben, die vierte. Dann Marlene Otte, zweite über 200 Meter in Helsinki. Casey Cook-Smallwood, die dritte über 200. Angela Bailey, fünfte über 100. Und ganz außen links Joan Baptiste aus Großbritannien. Acht schnelle Damen also. Wenn man davon absieht, dass die schnellen Läuferinnen aus der DDR nicht hier sind und die 200 Meter einbezogen aus der GSSR, dann ist es das schnellste auf zwei Beinen bei den Frauen, was im Moment aufzubieten ist bei einem Leichtathletik-Sportfest. Auf Bahn 4 Florence Griffiths. Das ist Kathy Cook-Smallwood. Die dritte wurde über 200 Meter, Angela Bailey aus Kanada, Joan Baptiste. Es fällt auf, wenn man die Ergebnisse der letzten vier Wochen anschaut, dass die britischen Sprinterinnen wieder weit nach vorne gerückt sind. Nicht nur in Europa, sondern auch international bezogen auf die Weltbesten. Grace. Diane Williams gegen Florence Griffiths. Griffiths, Williams und Marlene Otte, das ist der Einlauf und eine Zeit für die Siegerin unter 11 Sekunden, 10,97 Sekunden. Allerdings durch etwas zu starken Rückenwind von 2,9 Metern pro Sekunde begünstigt. Als vierte von rechts, Florence Griffiths aus den USA. Und rechts neben mir im Moment noch ein bisschen vorne, fast einen Kopf kleiner, Diane Williams. Und ganz in Gelb Marlene Otte. Diese drei machen die ersten drei Plätze unter sich aus. Vierte wurde dann Kathy Cook aus Großbritannien. Ein Einlauf, den am Ende nur das Zielfoto wird entscheiden können. Auf der Innenbahn Michelle Chardonnay aus Frankreich, dann Pam Page USA, deutsche Meisterin Ulrike Denk vom ASV Köln, Candy Young aus den USA, Shirley Strong Großbritannien, Angela Weiß aus der Schweiz, die andere deutsche Meisterin Heike Filsinger aus Mannheim und ganz links Lucina Kalek, die Europameisterin, dritte von Moskau im 100 Meter Hürdenfinale der Frau. Bahn 4 ist frei, also Candy Young nicht dabei. Gespannt bin ich auf Heike Filsinger. Mit Ulrike Denk gleich auch noch. Shirley Strong ist vorne, ganz blau. Und Lucina Kalek wird Zweite. Heike Filsinger Dritte. 12,89. Das sollte eine gute Zeit auch für Heike Filsinger geben. Sie hat in Helsinki einen neuen deutschen Rekord aufgestellt. Britta Klaus jetzt Dritte. Noch dabei Donna Melinte, die Sechste der Europameisterschaften aus Rumänien. Brett McRoberts aus Kanada. Marta Letuma, Frankreich. Ellie van Ulst aus den Niederlanden. Dorian McClive, Schweiz. Und Margret Lindemann. Und Gabriella Dorio, die das Feld anführt, aus Italien. Margret Zinger folgt ihr auf den Fersen. 57,66 Sekunden, das ist eine Spitzenzeit für die erste Runde. Der deutsche Rekord von Margret Zinger liegt bei 1,57,22. Wenn sie so weiterlaufen, dann kommt er in Gefahr. Brigitte Kraus geht jetzt an die dritte Stelle. Für sie ist diese Strecke eher zum Trainieren der Schnelligkeit da. Eigentlich ist sie für sie ein bisschen zu kurz. Die 1500 und die 3000 liegen ihr mehr. Aber sie schließt jetzt auf zu Margret Klinger. Dorio fällt zurück.
Elli van Holst, Margret Klinger klar in Führung, geht als Erste auf die Gerade. Noch 10 Sekunden bis zum deutschen Rekord. Und Margret Klinger gewinnt in 1:58.68. Sehr gut. Margret Klinger gewinnt in 1:58.68. Sehr gut. 16-jährige Ost-Berlinerin und Ina Bayermann wird Vierte mit 4:13.01. Die Sowjetrussin und natürlich Anke Sonnenbrot haben sich vor der Kölnerin auf die Medaillenränge schieben können. Auf jeden Fall ein respektables Resultat für die Schülerin von Gerhard Hetz, der genau vis-à-vis von mir sitzt und auch hinaufstarrt auf die große Anzeigetafel. Und da ist die Wiederholung des Schlussspurtes von Astrid Strauß, fast 1,80 groß, die mehrfache Meisterin der DDR, die sozusagen aus dem Nichts herauskam nach einer Talentsuche und nun hier mit der Zeit von 4:08.07 einen neuen Europarekord erreichte. Der Weltrekord bleibt unangetastet von Tracy Wickham aus dem Jahre 1978. Ganze 1/1000 Sekunden trennten Ina Bayermann nur von der Bronzemedaille. Aber vielleicht wird jetzt in dem folgenden Rennen über 100 Meter Freistil der Herren die Entscheidung zeitlich noch knapper. Mit dabei auf Bahn 1, also ganz links, Andreas Schmidt. Ein respektables oder mehr als das, ein glänzendes Ergebnis mit einer neuen deutschen Rekordzeit von 1:03.74. Hier die Siegerin, die ihren Titel also mit Erfolg verteidigte, Ina Kleber, 1:01.79. Zweite wird ihre Mannschaftskameradin Cornelia Sirch mit 1:02.46 und dritte und damit Gewinnerin der Bronzemedaille, die Rumänin Carmen Bunazia mit 1:91, die größte in diesem Feld. Oben also auf Bahn 3, jetzt gerade anschlagend, Svenja Schlicht auf Rang 4. Zum sechsten Mal ein Doppelsieg für die Schwimmerinnen aus der DDR, das Optimum dessen, was möglich ist. Und für Svenja Schlicht, die 16-Jährige, der vierte Rang, in zwei Rennen zweimal den deutschen Rekord verbessert. Sie ist auf dem Wege, eine zweite Gertrud Herbruck oder eine Gisela Arndt zu werden, die 1950 bzw. 1934 bei Europameisterschaften schon Silber gewonnen haben. Das sind die Italienerinnen mit einer Außenseiterrolle in dieser letzten Entscheidung von insgesamt 5. Und zwar in der 4x100 Meter Freistilstaffel. Die Favoritinnen wie immer die DDR-Mädchen, die Weltmeisterschaft gewannen in Guayaquil im letzten Jahr und die natürlich auch den Titel hier zu verteidigen haben. Die Bundesrepublik startet auf der Bahn 5 und zwar ist das direkt neben der DDR und weiter sehr stark im Rennen die Holländerinnen. Das Rennen ist gestartet worden ohne irgendeinen Fehler und mit dem Rennen Frankreich, Großbritannien, Holland, die DDR, Bundesrepublik Deutschland, Schweden, Italien und die Sowjetunion auf der untersten Bahn, die wir dann gleich mit der anderen Kamera eingefangen sehen. Hier schwimmt die Sowjetunion ganz unten und ganz oben die Französin in der Mitte, dann aufgrund der Ergebnisse in diesem Jahr platziert, gesetzt könnte man besser sagen, die besten Mannschaften. Für die DDR Otto Christin und für die Bundesrepublik Deutschland die fünfte im Finale über 100 Meter Karin Seik aus Winsen an der Lue. Ja, nun geht es auf die letzten 20 Meter und dann kommt schon der erste Wechsel. Klare Führung für die DDR an zweiter Position Holland, wiederum klar vor der Bundesrepublik Deutschland. Die DDR hat gewechselt, an zweiter Stelle wie gesagt Holland mit Van Velsen und auf der Bundesrepublikbahn schwimmt Susanne Schuster aus Bietigheim, die sich immerhin für das Finale im Einzelrennen qualifizieren und dort den siebten Platz belegen konnte.
Ja, die Frage ist natürlich, ist der Weltrekord in Gefahr, der gehalten wird seit den Olympischen Spielen in Moskau von der DDR mit 3 Minuten 42,71? Man kann das im Moment nicht sagen. Es hängt von der einzelnen Schwimmerin ab und natürlich von dem, was sich daraus, wenn vier am Start sind, in der Kombination ergibt. Die Holländerinnen halten stark mit, während die Bundesrepublik auf Rang 3 im Moment jedenfalls etwas ungefährdet erscheint. Und eine Bronzemedaille, das ist das schon, was man sich auf Seiten der deutschen Mannschaft erwartet. Wechsel. Dritte Schwimmerin, dann die Holländerin, dann die Bundesrepublik. Für die DDR Cornelia Sirch, eine hervorragende Rückenschwimmerin, natürlich auch im Kraulen. Für die Holländerinnen Alice Voskes und für die Bundesrepublik die erst 16-jährige Berlinerin Iris Czerpe, die sich für diese Mannschaft hat einsetzen können. Aber da kommt sehr stark auf die Agneta Eriksson, das ist die beste Schwimmerin aus Schweden. Sie hat jetzt die junge Berlinerin erreicht und wird wahrscheinlich vor ihr wenden. Ja, sie wendet knapp vor ihr. Das heißt also, Schweden im Moment auf Rang 3, die Bundesrepublik etwas zurückgefallen. An der Spitze alles unverändert. Es macht sich schon bereit, die erfolgreichste Schwimmerin dieser Titelkämpfe hier in Rom. Es ist für die DDR-Schwimmen Birgit Meinecke. 100 Meter, 200, 4x200 Meter gewann sie und nun wird sie sich natürlich diesen Erfolg nicht mehr nehmen lassen. Vorsprung, 1,5 Körperlängen an zweiter Stelle. Holland an dritter Stelle, wie gehabt Schweden und dann die Bundesrepublik Deutschland mit Ina Beiermann. Es ist das dritte Rennen für die Kölnerin. Sie schwamm ja heute schon Vorlauffinale über 400 und gestern hat sie in der Staffel Silbermedaille gewonnen. Es kommt darauf an, ob sie jetzt erfolgreich ist gegen die Schlussschwimmerin der Schwedin. An sich wollten die Mädchen aus der Bundesrepublik natürlich auf den Medaillenrang. Sie waren vor 2 Jahren in Split Silbermedaillengewinnerinnen. Vorne der Vorsprung der DDR-Schwimmerin vergrößert sich zusehends. Abstand etwa mehr als 2 Körperlängen zu Holland. Und dann die Schwedin fast, ich würde sagen, einen Handschlag im Moment noch vor Ina Beiermann. Vielleicht sehen wir das Bild, die Kamera geht ganz auf die Siegerin, aber was geschieht dahinter? Holland ist Zweiter und Ina Beiermann wird Dritte, wenn nichts mehr passiert. Jawohl! Auf Platz 2 die Bundesrepublik Deutschland mit 3,49,86. Der Weltrekord ist nicht gebrochen worden. Die DDR gewinnt in 3,44,72 und Zweiter unverändert von Start weg, könnte man sagen, Holland mit 3,48,24. Ja, man darf zurückdenken hier, während Birgit Meinecke da im Zeitlupentempo noch einmal ins Ziel hereinschwimmt. Man darf zurückblenden, Silber gab es wie gesagt in Split in Jugoslawien 1981 und 1954 auch in Italien, damals in Turin. Eine Bronzemedaille mit Elisabeth Rettlin, Gisela van Netz, Kathi Jansen und Birgit Glomp, die damals Schlussschwimmerin war und hier mit ihrem Mann Rainer Osselmann da ist, um das ganze Geschehen zu verfolgen. Denn Sohn Osselmann spielt ja bei der Wassermannmannschaft mit, die allerdings nicht sehr erfolgreich hier ist. Und da sind als Schlussbild sozusagen die 4 Schwimmerinnen aus der DDR. Ich darf sie nochmal nennen, Otto Christin, Susanne Link, Cornelia Sirch und Birgit Meinecke. Ja, und mit diesen Bildern, weil die Siegerehrung nicht mehr in der Eurovisionssendung wohl angeboten werden wird, darf ich mich verabschieden aus dem Olympiaschwimmstadion in Rom. Erstaunlich und erfreulich zugleich, dass es trocken geblieben ist bei diesen Entscheidungen an diesem Abend. Morgen geht es weiter bei unseren Kollegen der ARD und wir werden uns da wieder... Cook, Dan Griffiths, Arlen Otte in Gelb. Otte ist die Schnellste auf den ersten Metern, Dan Griffiths und Kevin Cook fällt schon zurück. Wird von John Baptiste schon überholt. Griffiths gegen Otte. Eine von den beiden und Casey Cook kommt noch auf. Otte gewinnt vor Griffiths und Cook 22,22. Eine erstklassige Zeit. 1,2 Sekunden
Meter pro Sekunde. Rückenwind nur. Casey Cook lag zu diesem Augenblick schon weit zurück, aber sie hat großartiges Stehvermögen, läuft auch die 400 Meter sehr gut. Schiebt sich an die beiden Führenden heran. Florence Griffiths lässt etwas nach. Marlene Otte geht jetzt vorbei hier. Casey Cook wird noch Zweite oder nicht? Otte, Cook oder Griffiths? Das ist hier die Frage. Und dann Grace Jackson als ganz schnell von oben nach unten oder jetzt von links nach rechts. Zelenkova, UdSSR, Hakansson, Schweden, Gerasch, DDR, Geweniger, DDR, Seminatore, Italien, Bogomilova, Bulgarien, Van Staveren, Holland und Knipping, BRD. Vorlauf schnellste wie erwartet auf Bahn 4 hier auch antretend. Ute Geweniger, aber ganz, ganz stark diese junge Dame. Sabrina Seminatore, ebenfalls 19-jährig, die kommt aus Palermo, 19 Jahre alt wie Ute Geweniger, 1,10,5 ihre Vorlaufzeit, eine knappe halbe Sekunde nur langsamer, die neue italienische Rekordhalterin Seminatore rechts im Bild. Titelverteidigerin, Weltrekordlerin. In ganz jetzt weiß, dass sie ihre eigene Bestzeit um 900 Sekunden erneut verbessert hat. Ist denn das möglich? Die 19-jährige Karl-Marx-Städterin, Schützling von Trainer Eberhard Motes, ist offensichtlich selbst total überrascht von dieser erneuten Klassesteigerung. 1:08:51 ihre Siegerzeit. Dann Sylvia Gerasch, 1:09,62. Das ist in der ewigen Weltbestenliste die zweite Position hinter Ute Geweniger. Die Studie der Weltrekordlerin, Weltmeisterin und nun zweifachen Europameisterin. Der Weg aufs Siegespodest ist ihr wohl bekannt und auch hier wird sie mit herzlichem Beifall begrüßt. Zum 7. Mal bei Europameisterschaften mit Gold bedacht, 5-mal in Split und hier schon zum 2. Mal. Und das mit Weltrekord. Eine ganz tolle Leistung auch erneut von Sylvia Gerasch, die vor 3 Wochen erst bei den Jugend-Europameisterschaften... Unsere beiden Mädchen mit gutem Start. Ines Geißler auf Bahn 5 hat als erste das Tempo sehr gut aufgenommen. Ihr Vorsprung ist knapp, aber für das Auge erkennbar. Aber die Italienerin auf Bahn 2 oben, Scarponi, ist gleichfalls mitgegangen. Und in dieser Einstellung kann man ungefähr erkennen, dass sie mit Ines Geißler gleich aufliegt. Geißler 28,47. Wieder eingeblendet die Durchgangszeiten bei Welt- und Europarekordleistungen. Der Beifall der 5000 am heutigen Tag gilt vor allen Dingen Cinzia Savi Scarponi auf der zweiten Bahn, aber unangefochten hat Ines Geißler ihr Tempo beibehalten, kann es hoffentlich steigern und Cornelia Pollet liegt bis jetzt auch noch günstig und könnte den zweiten Platz belegen. Ich glaube, es wird wieder ein Doppelerfolg. Da ist er perfekt, auch an der elektronischen Anzeigetafel. 1:00:31, eine prima Leistung der neuen Europameisterin Ines Geißler. Die Vize-Weltmeisterin bezwang die Konkurrenz mit sicherem Vorsprung. Cornelia Pollet bestätigte als ehemals erfolgreiche Rückenschwimmerin auch auf dieser Lage ihre Weltklasse.
der zweiten Bahn von rechts ihren Vorlauf sicher gewonnen hatte, die jetzt schaut, es gilt unter die ersten vier zu kommen, das ist kein Problem. Pomoschkinauer und Simone Schumann, die beiden Ersten. Also die Leipzigerin ist erst einmal im Finale, das hatte man auch von ihr erwartet. Im nächsten Halbfinale dann Ute Beck. So, nun also das zweite Semifinale und ganz rechts auf der Bahn 1 wird Ute Beck vom SC Karl-Marx-Stadt laufen, die ja auch unsere Juniorenmeisterin ist und die es ebenso wie Simone Schumann relativ leicht haben sollte, in das Finale zu kommen. Da sind die Namen der Läuferinnen angezeigt, also Ute Beck, DDR, dann Martina Frank aus der BRD, Teresa Arian aus Spanien, Simone Jacobs, Großbritannien, dann Jelena Federova aus der UdSSR, Manuela Frattini aus der Schweiz, Moël Leroy aus Frankreich und Gisela Trombin, Italien. 17 und 18 Jahre alt, diese jungen Sprinterinnen. Die Bestzeit dieser acht hält Ute Beck mit 11,46 Sekunden. Die Kamera hatte sie in der Großeinstellung. Wie gesagt, ganz rechts, dort an der Rasenkante, da läuft sie. Und ganz sicher, jawohl, sie, die Britin, 11,65 die Zeit für ein Semifinale bei Junioren-Europameisterschaften. Ist das recht ordentlich? Also da und Bestätigung der Bestleistung CK Markstedt, die es schafft, hinter der albanischen Läuferin Pavlina Evro, ebenfalls mit dem Finale Natalia Schmurik aus der UdSSR und Elias Lyon aus Großbritannien und vor Jana Sobotka aus Karl-Marx-Stadt, 6,40 Meter. Dritter Durchgang hier vor der Haupttribüne, die nahezu gefüllt ist mit 4.000 bis 5.000 Zuschauern. Bei der vormittäglichen Qualifikation, es waren 6,20 Meter gefordert, hat sich Baluta ziemlich schwer. Aber jetzt hat sie sich erneut verbessert auf erstaunliche 6,67. Springen stellt sich vor Monika Bayer, die 18-jährige Neubrandenburgerin. Ihr erster Sprung war immer noch der beste mit 6,46 Meter. Jetzt sind wir mittlerweile im Endkampf, vierter Versuch. Ja, das war nicht so schlecht. Mal sehen. Monika Bayer trainiert bei Klaus Bark. Und 6,48 ist das bisher allerbeste, was sie zustande brachte. Und nun hat sie eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt mit 6,53. Jana Sobotka vom SC Karl-Marx-Stadt. Die 17-Jährige immer noch auf Rang 3 beim Weitsprung mit 6,40 Meter aus dem zweiten Versuch, jetzt ihr vierter. Na, auch das kann eine Steigerung gewesen sein. Da ist es, schwarz auf weiß. Monika Bayer konnte sich nicht mehr verbessern. Nun der letzte Sprung für Jana Sobotka, für die Karl-Marx-Städterin. Monika Bayer blieb an zweiter Stelle. Jana Sobotka ist noch Dritte mit 6,48 Meter von vorhin. Die Tiefstrahler sind gezündet im Stadion von Schwechat. Es ist kurz vor acht. Es hat einen Fehlstart gegeben. Die jungen Damen sind nervös. Finale 100 Meter. So ist die Bahnverteilung. Simone Schumann aus der DDR, die Eidsprecherin des Turn- und Sportfestes auf der Bahn 1. Dann Henrietta Kessebe, Großbritannien. Simone Jacobs, Großbritannien. Ute Beck, die Karl-Marx-Städterin, auf der Bahn 4. Sie war die Beste im Semifinale.
Fabienne Fischer, Frankreich daneben. Dann die beiden sowjetischen Sprinterinnen Jelena Fjodorova und Natalia Tomoschnikova. Martina Frank aus der BRD komplettiert das Feld. Seit 1975 wurden junge Damen aus der DDR Junioren Europameister. Ich glaube, blendender Start von Ute Beck. Aber sie muss kämpfen. Die Britin ist neben ihr stark. Es wird einen Sieg für die Briten geben. Jawohl, eine Überraschung. Henrietta Kettebe, dann Natalia Tomoschnikova und dritte, glaube ich, ist dann Ute Beck. Gerasch aus der DDR. Neben ihr die Titelverteidigerin Ute Gweniger, ebenfalls DDR. Dann ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, Sabrina Seminiatore aus Italien, die heute Morgen die zweitschnellste Vorlaufzeit schwamm. Das war überraschend. Neben ihr steht Tanja Bogomilova aus Bulgarien, die vierte über 200 Meter Brust. Hier im Bild Petra van Staveren aus den Niederlanden, eine Außenseiterin. Und schließlich Angelika Knipping aus Heidelberg, die Schülerin von Ursel Brunner. Sie ist deutsche Meisterin und deutsche Rekordhalterin auf dieser Strecke, wird aber wahrscheinlich im geschlagenen Feld landen. Wichtig ist halt nur die eigene Bestmarke. Wenn sie einen neuen deutschen Rekord setzt, dann hat Angelika Knipping ihr Europameisterschaftsziel erreicht. Noch einmal die Italienerin und daneben Ute Gweniger. 1981 gewann sie fünfmal Gold. Hier holte sie sich den Titel über 200 Meter Brust. Bisher war sie die Persönlichkeit auf der Strecke, aber sie war auf der langen Distanz schon stark gefährdet durch jene Silvia Gerasch, die neben ihr schwimmt. Vielleicht kommt sie hier noch einmal davon, aber so langsam muss sie sich wohl mit einer Wachablösung aus dem eigenen Team anfreunden. Der erste Start gleich geglückt und die beiden Favoriten aus der DDR kommen unterschiedlich aus dem Wasser heraus. Gute Gewinn. Auf Bahn 6 hat noch Tanja Bogomilova aus Bulgarien den dritten Platz belegt. Eine Minute 08,51 Sekunden. Neuer Weltrekord für Ute Gweniger. Und schauen Sie sich an, wie das junge Mädchen aus Berlin sich freut. Ja, der vierte Weltrekord dieser Europameisterschaften von Rom. Und für Angelika Knipping blieb, wie auch schon vermutet, nur der achte Platz in einer Zeit von 1:12:95. Damit schwamm die Heidelbergerin um genau 6 Zehntel an ihrer eigenen DSV-Bestmarke vorbei. Ute Gweniger aber hat noch einmal gezeigt, dass sie zumindest auf der kurzen Bruststrecke die Konkurrenz aus dem eigenen Lande noch nicht zu fürchten braucht. Ihr zweiter Titel in Rom. Sportclub Dynamo Berlin, die mit ihrer Bestleistung fast 2 Meter vor den anderen liegt. Ich glaube, man kann sie durchaus als eine Ausnahmeerscheinung in dieser Konkurrenz betrachten. 17:94 im ersten Durchgang. Damit führt sie klar vor Valentina Fedyushina aus der UdSSR 16:85 und Astrid Wagner DDR 16:79. Astrid Wagner hatte sich im zweiten Durchgang vornehmlich gesteigert und Heidi Krieger hatte eine Bestleistung von 19 Metern und einem Zentimeter. Das spricht Bände. Bei Willi Kühl trainiert sie. Da ist Astrid Wagner gewesen, die als nächste an der Reihe ist, die ja den Durchgang eröffnet. 18:06, also über 18 Meter. Und Astrid Wagner. Seit September 1982 trainiert sie eigentlich erst richtig das Kugelstoßen. 17:22 ihre Bestleistung. Knapp 17 Meter für die Cottbusserin. Es steht fest, dass Heidi Krieger die Junioren-Europameisterin des Jahres 1983 ist. Sie beschließt die Konkurrenz. 18 Meter und 6 Zentimeter bislang ihre beste Weite.
zur Erinnerung, Constanze Simm vor 2 Jahren, 1721, auch sie kam aus der DDR. Das kennzeichnet eigentlich nur die Stärke der Berlinerin, die wirklich im Kugelstoßen eine Ausnahmeerscheinung ist, ähnlich so wie Ilona Stupjanik, die ja immer noch den europäischen Juniorenrekord mit 19 Metern und 23 Zentimetern hält. Erster Platz DDR, erste Goldmedaille bei diesen Junioren-Europameisterschaften und dritter Platz DDR, zweite Valentina Fedyushina, dritte Astrid Wagner. 17:91 zum Abschluss für die Berlinerin. Weltrekord von der Sowjetunion, von der DDR, an zweiter Stelle Holland und an dritter Position sogar noch die Bundesrepublik Deutschland mit einem neuen Rekord von 4 Minuten 13:25. Wer hätte das gedacht, dass es nach den Erfolgen von 1970, 74, 77 und 81 für die bundesdeutsche Mannschaft noch einmal eine Medaille gibt. Der Weltrekord aufgestellt von den DDR-Mädchen Ina Kleber, Ute Geweniger, Ines Geislers und Birgit Meinecke. 4 Minuten 5,79 Sekunden. Die bundesdeutsche Mannschaft mit Svenja Schlicht, Ute Hasse, Ina Beiermann und Karin Zeich. Heute früh 2:14:01. Dann Cornelia Pollitt, die Hallenserin, Schützling von Jörg Langner und Ines Geißler, zweifache Titelträgerin bereits, Europameisterin über 100 Meter Delfin, Modeschützling aus Karl-Marx-Stadt. Anne Ostjoby aus Großbritannien, 2:14:12 heute früh, dann Sonja Hausladen, die Österreicherin. Und Freda Ross, Großbritannien, vervollständigt das Feld der Starterinnen. Ines Geißler hält den Europarekord in 2:08:03. Mary Mieger, USA, den Weltrekord 2:05:96. Und dieses Feld ist schnell. Es könnte an Rekordzeiten herankommen. Meter Delfin der Damen. Die Favoriten in ihrer Visitenkarte eingebettet. Lockerheit im Finish. Noch ist nichts entschieden. Ein Kopf an Kopf Rennen. Pollitt scheint etwas stärker zu sein. Geißler noch einmal heran. Cornelia Pollitt zieht und schlägt an in 2:07:82. Neuer Europarekord. Dann Ines Geißler. 2:08:09. Und dritter Platz für Conny van Bentum. 2:12:87. Ein herrlicher Doppelerfolg der beiden Mädchen. Mit einer klasse Leistung, mit Europarekord. Sekrova, Hahn und Ludwig. Die Österreicherin Gerda Haas wird sich an Sigrun Ludwigs orientieren und wird versuchen, unsere DDR-Athletin nicht zu weit weglaufen zu lassen. Petra Müller auf der Bahn 2 versucht sofort Anschluss zu finden. Sie macht das sehr gut. So wird der Abstand zu Sigrun Ludwigs und Gerda Haas nicht allzu groß. Die Österreicherin geht sehr schnell an. Sigrun Ludwigs kann natürlich auch 800 Meter laufen. Vielleicht kann sie auf dem zweiten oder auf dem letzten Teil der Strecke noch etwas ausrichten. Innen, Petra Müller liegt sehr gut. Wird Petra Müller Junioren-Europameisterin. Das Finish. Petra Müller gewinnt, ganz klar. Und zweiter Platz für Österreich und dritter für Bulgarien. Dann die BRD-Läuferin links und dann Sigrun Ludwigs. Aber Kompliment für Petra Müller. Dass sie gewinnt, hat man eigentlich nicht gedacht. Mehr war anzunehmen, dass Sigrun Ludwigs hier vielleicht die Stärkere ist. Petra Müller vom Sportclub Chemie Halle, die bei Harald Werner trainiert,
die eine Bestleistung von 52,31 hat und die nun eine neue persönliche Bestleistung in diesem Finale aufgestellt hat. Das Ergebnis, Petra Müller, die Junioren-Europameisterin in 51,79, neue persönliche Bestleistung, dann Gerda Haas, Österreich, 52,59, dann Gurova, Bulgarien, dann Lix, BRD, fünfte, Sigrun Ludwigs mit 53,26, sie hat also ihre Spitzenleistung hier nicht erreicht, dann Raschewa, Bulgarien, dann Morris, Großbritannien und Slekrova aus der Tschechien. Letzter und letzter Durchgang im Speerwerfen der jungen Damen. Jana Köpping hat also ihre letzte Chance und es hat in dieser Konkurrenz tatsächlich noch eine Änderung gegeben. Denn Natalia Tschernjenko aus der UdSSR warf 62 Meter und 4 Zentimeter und liegt damit vorn. Aber jetzt achte ich erstmal auf den Wurf von der Jana. Das war ihr bester. Vielleicht bringt sie sich damit sogar noch auf einen Medaillenrang. Nachdem die Konkurrenz schon fast eingeschlafen schien, also nur noch einmal eine Steigerung der sowjetischen Athletin und auch von Jana Köpping. Jawohl, damit ist Jana dritte. Das könnte die Bronzemedaille werden. 59 Meter und 8 Zentimeter. Jetzt fällt die Entscheidung. Nur die Bulgarin Nikolova kann noch etwas ändern. Nein, die Entscheidung ist gefallen, denn sie hat nicht weiter geworfen als 59 Meter und 8 Zentimeter. Damit ist Junioren-Europameisterin Natalia Tschernjenko aus der UdSSR vor Trine Stolberg aus Norwegen und unserer Jana Köpping vom ASK Vorwärts Potsdam. Die sowjetische Werferin hat tatsächlich kurz vor Toreschluss die Norwegerin noch übertrumpft und damit für den 8. Junioren-Europameistertitel der UdSSR gesorgt. Der 400-Meter-Sprinter Thomas Schönleber errang für die DDR die 100. Goldmedaille bei Junioren-Europameisterschaften, also die Spiele vorher nicht eingeschlossen. Schaffen nun Katrin Wühn oder Christine Wachtel hier die 101. Diese beiden Mädchen sind Mitfavoritinnen über 800 Meter gegen Kolovic Jugoslawien, Giolitti Frankreich, Benz und Eckhardt BRD, Sapirova, UdSSR und Skett gleichfalls noch Jugoslawien. Christine Wachtel, die Inhaberin des Junioren-Weltrekordes mit 1,59,40, führt. Die Neubrandenburgerin ist ja eine ausgezeichnete 800-Meter-Läuferin, trainiert von Walter Gladrow, einem Haudegen, einem langen Könner in diesem Metier. Und sie wird hier flankiert von Katrin Wühn von Chemie Halle, die bei Bernd Lansky trainiert und auch schon knapp an die 2-Minuten-Grenze herankam. Katrin passiert die 400 Meter bei sehr gutem 58,24. Das ist für Juniorinnen wohl sehr gut. Dahinter dann die BRD-Läuferin Monika Benz, dann Filsa Saripova aus der UdSSR. Nur diese vier besitzen nach meiner Auffassung noch eine Chance. Können hier unsere beiden an beste Traditionen anknüpfen, an die Traditionen von Donat bis Antje Schröter, von Hoffmeister bis Zinn, die immer noch unseren Rekord hielt, den lief sie als Neubrandenburgerin. Also, Katrin Wühn von Chemie Halle ist vorn, dahinter Christine Wachtel aus Neubrandenburg, dann Monika Benz aus der BRD. Die anderen scheinen zu weit weg zu sein. Ja, es wird ein Sprintduell unserer beiden Kandidatinnen. Eine DDR-Läuferin gewinnt, Christine Wachtel jetzt neben der Katrin Wühn. Aber Katrin Wühn ist immer noch ganz knapp vorne. Es ist eine Überraschung in unserer Mannschaft. Aber die